Weißt du, da hast du jemanden, der heißt Mercedes. Was ich einen sehr schönen Vornamen finde. Und dann heißt die McCambridge. Tja. Oh, komm bitte, also, was heißt hier Tja? Tja. Ja, Mercedes. Toller Name. Mercedes, das klingt schon so nach schwarzen, langen Haaren. Was, wie das? Sie hat lange, schwarze Haare. Genau, jetzt. Jetzt habe ich nicht gesehen, wenn der Panzerzug angreift. Der Goofy-Star 1978 sammelt Filme aus den 20ern, 30ern und 50er Jahren. Das erklärt es auch, woher die ganzen Filme kennt. Respekt. Genau, und African Queen. African mit der Audrey und dem, wie hieß er? Jetzt kommen wir runter. Wie hieß er? Humphrey Bogart, ja. Catherine Hepburn. Den muss man eigentlich kennen. Nicht Audrey, stimmt, Catherine. Catherine Hepburn. Ich war bei Audrey. Der Film spielt während des Ersten Weltkriegs in Deutsch-Ostafrika. In einer kleinen Siedlung, weit entfernt von jeder Zivilisation, lebt und wirkt die sittenstrenge und etwas altjungferliche Rose Sayer als Missionarin zusammen mit ihrem Bruder Pastor Samuel Sayer. Ja. Genau, und die African Queen ist ein altersschwaches kleines Dampfboot. Ja. Niemand erwartet, dass der Krieg große Auswirkungen auf die Siedlung haben könnte. Sie wird durch deutsches Militär bei einer Strafexpedition völlig zerstört. Genau. Auch hier wieder Liebespaar. Sehen jetzt so ein bisschen wie. Ja, das ist echt so ein. Das, aber ein richtig guter. Also, der lässt sich auch echt gut gucken. Also, man kann. Den kann ich jedem nur ans Herz legen. Der gehört auch so ein bisschen zu. Wie soll man das? Allgemeinbildung, glaube ich. Also, African Queen ist auch, das war auch so Blockbuster-mäßig damals, ganz sicher. Also da kann mir jeder was erzählen, aber das war auch so ein. Das ist quasi das erste Weltkriegspendant von Jenseits von Afrika. Ja. Jenseits von Afrika spielt ja während des Zweiten Weltkriegs wiederum. Ja. Ja. Mit Robert Redford und Meryl Streep. Ja. Und das ist quasi die. Der Vorgänger davon ist auch Jenseits von Afrika ist von 85 und African Queen ist von 51. Ja. Das ergibt doch mehr, als man so denkt. So. Sag mal au. Au. So. Oh, er hat nachproduziert und es sieht wieder schlechter aus. Ja, zwei Einheiten. Nee, wir haben keine platt gemanscht, weil ich habe jetzt weggezogen, weil der konnte beide Flieger hier angreifen. Ja, nicht gut. Ja, und da habe ich gedacht, komm dann. Macht schon Sinn. Ja. Ein Film, der jetzt gerade in den Kinos läuft, also jetzt, wenn wir dieses Video veröffentlichen, noch im Kino läuft, weiß ich nicht, aber zumindest der jetzt im Mai in den Kinos angelaufen ist, das Versprechen eines Lebens. Weiß ich, ob du davon gehört hast. Mit wem ist er denn? Russell Crowe. Das ist The Gladiator. Das ist die erste Regiearbeit von Russell Crowe. Mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Und handelt von einem. Ich lese nach, sonst kriege ich es nicht genau zusammen. Spielt im Jahr 1919. Ein australischer Farmer geht auf die verzweifelte Suche nach seinen Söhnen. Denn seine Söhne sind 4 Jahre zuvor in der Türkei, haben sie gekämpft und sind bei der Schlacht von Gallipoli, gelten seitdem als vermisst. Und der macht sich jetzt auf die Suche nach ihnen. Genau, habe noch nicht gesehen, aber. Gehst du rein? Ich gehe so wenig ins Kino im Moment. Ich gehe auf jeden Fall dieses Jahr noch in einen Kinofilm. Welchen? Joel, wir sind zu Hause. Ja, natürlich. Ja, ich hatte, also sagen wir es mal so, ich bin ja, was so Filme angeht, ein bisschen
bisschen Banause vielleicht. Ja. Also natürlich der neue Star Wars Teil, der muss auf jeden Fall sein. Und der neue Terminator Teil, der sieht auch... Fandst du? Ich saß im Kino, hab die Vorschau geguckt. Der ist so verrückt, dass er schon wieder gut sein muss eigentlich. Echt? Ich hab da gehockt und hab so gemeint, so okay, na wenigstens die Musik ist noch gut. Also... Nein, also das ist so ein Film, der ist entweder richtig cool oder richtig Mist. Also ich meine, Terminator war noch nie so richtig mit... Jetzt machen wir mal der... War jetzt schon wieder besser, die Musik? Ja, aber Arnold Schwarzenegger, der aus dem Flugzeug springt und sagt, I'll be back. Ist halt mit 70 Jahren auch nicht mehr so cool, der Typ. Ja, also tut mir leid. Also ich meine, ich bin da also nicht der Film, genug. Also der Film nimmt sich nicht ernst. Also das ist schon aus dem Trailer klar. Wenn du den guckst als den total ernsten sonst irgendwie Film, dann wird das nichts werden. Aber so, ich stelle mir das vor als cooles Popcorn-Kino und mit Referenzen auf den ursprünglichen Film, paar Plot-Twists, ohne es jetzt völlig kaputt zu machen. Was mir nicht gut gefallen hat beim Terminator 3 zum Beispiel, war, dass der die Aussage des zweiten Films komplett gedreht hat. Weil der zweite Teil sagte ja, ihr seid eure eigene Zukunft Schmied, und der dritte sagt, aber ihr habt eh alle verloren. Zukunft ist eh vorherbestimmt. Ja, also, fand ich auch irgendwie dubios. Entweder Hü oder Hot. Und den vierten habe ich einmal gesehen und habe gedacht, was ist das für ein Mist? Genau. Ja, der war also nicht gut. Nee. Insofern, der kann nur besser werden als der vierte. Ja. Ja. Aber es gibt ja vielleicht Leute, die den vierten mochten. Ja. Hat euch Terminator Salvation, hieß der, glaube ich, der vierte, gefallen? Salvation? Oder fandet ihr den völlig mies? Schreibt's in die Kommentare. Und freut ihr euch auf den neuen Terminator-Film? Ich bin auch mal gespannt. Ja, und Star Wars, ich meine, denn... Ich fand schon diese 2 Minuten echt geil. Ja. Also was interessiert mich da irgendwie die Kinder von Gott weiß wem da, aber dieses Retro-Feeling mit diesem Sternzerstörer da an dieser Sonnen, in dem Tatooine-mäßig, wobei es ja gar nicht Tatooine ist. Das ist nicht Tatooine? Nein, das ist ein ganz anderer Planet. Ganz anderer Planet. Ganz anders. Ja, sieht ganz anders aus. Ja, nee, sau cool. Ja, nee, also ich... steht alles im Weg. Nee, wahrscheinlich musst du den tatsächlich von da aus auf die Straße ziehen, ja. Nee, also er wird anders sein als die Originaltrilogie, aber vielleicht näher dran als die Prequel-Trilogie. Ja, das fand ich geil. Hast du diese Zusammenfassung gesehen, was die beiden Filme uns brachten? Welche? Was die beiden Trilogien uns brachten? Mhm. Ja, bei der ersten Trilogie war das, wie war das? Coole Laserschwertkämpfe, Raumschlachten, einen saucoolen Affenviech-Dingsbums, irgendwie voll die Heldendings. Und was brachte uns die neue Trilogie? Jar Jar Binks, Hayden Christensen, der ist auch nicht so der Riesenschauspieler gewesen, also tut mir leid an dieser Stelle. Und den Kampfhamster, Yoda. Ja, also ist alles ein bisschen... Also ja, wenn man sich Episode 4 anguckt, der Schwertkampf ist schon ein bisschen lahm. Ja. Das wurde aber in den späteren Folgen ja besser. Aber im Senatssaal rumspringende Yoda... Das fand ich ganz... Das war genauso übertrieben wie diese Computerspielsequenz im zweiten Teil, wo die in dieser Fabrik sind und da so rumspringen. Ja. In dieser Droidenfabrik. Ja, fand ich gar nicht. Was ich, muss ich zugeben, ich fand ja die Episode 1, fand ich ja den Bösewicht cool. Mit diesen Hörnern und dem roten Gesicht und alles. Und der sah schon übel aus und er war auch übel und alles kein Thema, aber die haben irgendwie den ganzen Film den irgendwie nicht rübergebracht. Ja. Also wo ich echt gedacht habe, haben sie so eine geile Maske. Darth Maul. Ja. Ja. Alles saugeil und dann voll versaut. Ja. Voll versaut. Anders kannst du gar nicht sagen. Wo wir bei Star Wars sind, bin ja auch Hörspiel-Fan. Also wenn euch Star Wars gefällt, dann kann ich euch sehr empfehlen, die Star Wars Hörspiele, die erschienen sind. Also es gibt zum einen halt die Filme in einer... Oh, ich muss F1 drücken. Es gibt die Filme in einer Hörspielbearbeitung quasi, aber eigentlich sind das nur halt die Original-Film- Tonspuren mit Erzähler. Mhm. Was aber richtig cool ist, sind von
Oliver Döring, glaube ich, ist der Regisseur. Umsetzung von Star Wars Büchern. Und zwar einmal Labyrinth des Bösen. Das Spiel, das hast du dir ausgeliehen, das hast du gehört. Das Spiel zwischen, oder hast du es dir ausgeliehen und nicht gehört und mir nur zurückgegeben? Ich habe sie alle gehört, aber ich kann mich an den Namen schon. Also Labyrinth des Bösen spielt kurz vor Episode 3. Also ist quasi die Vorgeschichte zu Episode 3. Und wollen wir noch einen Flieger bauen? Bau noch einen Flieger. Auf, Luftwaffe, auf. Jetzt haben wir 6 Flieger oder so, das reicht jetzt erstmal, glaube ich. Dann gab es den The Dark Lord. Das fängt so am letzten Teil von... Du kannst doch nicht drücken, was machst du denn? Ich bereite mich schon mal vor. The Dark Lord spielt die Entstehungsgeschichte von Darth Vader, also beginnt im letzten Drittel von Episode 3 und dann eben spielt dann die Geschichte weiter. Mhm. Ja, was passiert eigentlich mit den verstreuten Jedi und so weiter. Mhm. Auch gut gemacht. Sind natürlich etwas ausführlicher als die Filme. Also manche Gespräche sind etwas langatmiger, aber mit den Original-Synchronsprechern, Original-Musik, Original-Effekten. Fast. 3 aber Schaden von unserem Flieger, Dennis. Ja. Das finde ich saukrass. Einen durch Straße, einen regulär und einen, weil da 6 Einheiten sind vielleicht. Mhm. Davon macht ordentlich. Der jetzt einen. Was auch immer los. Dieser Formstrich da, der da kommt, der ist mir auch heute erstmal aufgefallen. Der was, der Formstrich? Dieses, ja, da ist so ein Grafikbug mäßig, da rechts in der, links, also bei euch, da, immer also wenn da, da in der Ecke da. Ne? Wenn da das Flugzeug durchfliegt, dann verwischt irgendwie diese eine Farbe. Ah, meinst du? Ja, ich habe das beobachtet. Das ist immer dann, wenn dieses Flugzeug-Sprite da, siehst du jetzt? Ah, ja. Genau, wenn das da durchfliegt. Und dann sieht man, ja, ist klar. Ja, ja, hast recht. Du hast recht. Ja. Ja, deswegen, wir haben einen Bug gefunden. Deswegen ist mir auch vorher nie aufgefallen, weil wir keine Flugzeuge. Ja. Genau. Ja. Dann, was jetzt vor kurzem, also in den letzten Monaten erschienen ist, die Thrawn-Trilogie, die erste. Ja. Wie heißen die alle? Kannst du jetzt nicht von mir verlangen. Du hast sie doch gelesen. Ja, klar, hab ich sie. Das ist eine echt gute geschriebene. Genau, worum ging's? Der Admiral Thrawn war ein Admiral des Imperiums und ist natürlich nach dem Fall des Imperiums, hat er gesagt, okay, das kann er so nicht akzeptieren. Und hat so die Streitkräfte zusammengesammelt und weiterhin dagegen gearbeitet und hat dann auch die alten Klonschiffe und so versucht wieder zu aktivieren und so. Also wirklich cool gemacht, wirklich extrem. Und er ist halt voll der Riesenstratege, also wirklich ganz krass strategisch, macht auch richtig Spaß zu lesen. Ja, und auch die Hörspiele sind richtig gut, auch mit den Original-Synchronsprechern jetzt weiß ich nicht, wie die Synchronsprecher heißen, jedenfalls von Luke Skywalker, von Han Solo, Prinzessin Leia und so weiter, sind alle mit dabei. Mhm. Auch andere Originalsprecher, Lando Calrissian, Lass dich von mir nicht ablenken, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, mach ruhig weiter. Okay, sehr gut gemacht, wie das mit Originalmusik und auch die anderen Rollen mit sehr guten Sprechern. Ja, der Mara Jade zum Beispiel taucht da ja auf. Und wie heißt der? Der dunkle Jedi. Der dunkle Jedi-Meister. Oh. Ja. Sabayoth. Ja. Jorius Sabayoff. Genau. Ja. Der Sprecher ist ganz bekannt. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie er heißt. Aber wie gesagt, sehr cool umgesetzt. Alle 3 Bücher. Ich habe jetzt gerade gehuckt. Erben des Imperiums, die dunkle Seite der Macht und das letzte Kommando. Ja. Mein Schal haut ab. Unbedingt, wenn ihr Star Wars Fans seid. Schon die Bücher krass und die Hörbücher waren auch krass. Hörspiele. Hörspiele. Genau. Ich bin wieder totaler Nerd, ich weiß wieder nur. Genau, also die sind richtig, das Hördings, richtig gut. Ja. Ich bin mal gespannt, also zur Handlung von Episode 7 ist ja noch nicht viel bekannt. Also
George Lucas hat ja zumindest noch Ideen mitgegeben für die Episode 7. Und wir wissen ja, dass Han und Chewie auftauchen. Ja, wir sind zu Hause. Luke spielt, glaube ich, auch mit. Ja, und ich glaube, die Leia auch. Ja. Ja. Und die waren, glaube ich, auf der Convention. Ja. Jetzt, es gab ja dieses Extended Universe. Also alles, was nach der Episode 6 passiert ist, wurde ja ein bisschen, es sind ja ganz viele Bücher und so weiter erschienen und auch Comics. Okay. Da wurde ja ein bisschen darauf geachtet, dass das zusammenpasst. Okay. Aber es ist halt so viel erschienen, dass man quasi, wenn man sich an alles halten wollte, was irgendwann mal jemand geschrieben hat in den letzten Jahren, dann hast du überhaupt keine Freiheiten mehr quasi, um irgendwas... Ah, sehr schön. Um irgendwas noch zu machen. Deswegen wurde ja offiziell von Lucasfilm jetzt erklärt, dass das Extended Universe quasi ignoriert wird. Ja. Für Episode 7. Schade, aber wahrscheinlich das Beste, was sie aus künstlerischem Gesichtspunkt machen konnten. Ja. Es sei denn, sie hätten halt wirklich einfach nur Bücher verfilmt. Also zum Beispiel die Thrawn-Trilogie verfilmen, aber... Ja. Aber, ist schon aber ich bin mal echt gespannt. Ich glaube nicht, dass sie alles ignorieren. Ja, also das ist einfach nur mal, ich würde mal tippen, sie nehmen sich die Freiheit, sich nicht an alles halten zu müssen. Okay. Insofern bin ich mal gespannt, ob so Charaktere wie Mara Jade zum Beispiel auftauchen. Ja. Oder ob die Kinder von... Ja, die sind ja offensichtlich sowieso dabei, dachte ich. Ich weiß es nicht. Die Macht ist stark in unserer Familie, bei meinem Vater, bei mir und bei meinen Kindern. Und bei meiner Schwester. Die Stimme so halbwegs hingetroffen? Bestimmt nicht. Ja, aber... Achso, es können doch die Enkel sein. Ja, ich hatte jetzt gerade gedacht, die Kinder von Han und Leia. Und die Kinder von Luke. Die Zwillinge. Die Zwillinge von Han und Leia. Ja, aber wenn ich in dem Video... sind ja nicht Zwillinge. Das ist ja so ein... politisch korrekt dunkelhäutiger Mensch. Kann man das, ist das politisch korrekt? Afroamerikaner. Das ist die ganz politisch korrekte. Ja. Ja, Entschuldigung, ich bin nicht ganz so bewandert. Ein Schwarzer. Ja, ich finde das auch nicht abwertend. Ja. So eine Beschreibung. Und ein weißes Mädchen. Mhm. Als Zwillinge geht das nicht durch. Ja, was sind die denn Geschwister? Ja, ich habe doch keine Ahnung, der Plot ist doch nicht raus. Ja, den Film noch nicht gesehen haben. Hier. Für alle, die das 2016 gucken, die denken sich jetzt, was erzählen die für einen Schwachsinn? Ja. Nee, also wie gesagt, bin mal sehr gespannt. Ich meine, in dem Extended Universe kommt ja Luke Skywalker mit Mara Jade zusammen und die haben dann Kinder. Okay. Okay, das war doch bei der Thrawn-Trilogie, hat sich doch schon abgezeichnet, dass sie zusammenkommen. Ja, abgezeichnet hat sie, aber zwischen abgezeichnet und es ist dann so, weil es doch noch nicht mehr weiter Unterschied. Ja, es gab ja auch eine zweite Thrawn-Trilogie noch. Die habe ich nicht gelesen. Ja, da gibt es auch noch keine, Hörspiele davon, deswegen kenne ich die nicht. Die ist sogar neu, es gibt sogar eine neue Übersetzung. Die ist jetzt gerade kürzlich neu übersetzt worden, die Thrawn-Trilogie. Was ich interessant fand, damals gab es den Begriff Sith noch nicht. Der Begriff Sith taucht in der Originaltrilogie niemals auf. Ja. Sondern ist erst in der neuen, also in den Episode 1 bis 3. Ja. Und als Timothy Zahn die Thrawn-Trilogie geschrieben hat, gab es diesen Begriff noch nicht. Deswegen ist überall immer nur von einem dunklen Jedi die Rede. Ja. Was ich auch knackig genug fand. Aber ich bin auch oldschool. Flugzeuge waren im Ersten Weltkrieg halt einfach keine beherrschenden Waffen, muss man mal so sagen. Das war halt mehr so, im Zweiten Weltkrieg war das dann schon mehr. Ja, vor allem musst du echt aufpassen, ich hoffe, du hast so eine popelige Maschine, ja. Und da kommt jemand unten, der denkt so, oh, da oben fliegt einer, ich nehme mal mein Gewehr, bumm, oh, ist er tot, toll. Ja.